Der neue Kia Stonic trumpft augenscheinlich mit einem neuen Farbdesign auf, welches sich auch als Zweitonlackierung über die Dachfläche absetzt. Farbliche Akzente jedoch auch im Außenspiegel und an zahlreichen Applikationen im Innenraum, von der Mittelkonsole angefangen hin bis hin zu den Sitzflächen und den Ziernähten gekonnt fortsetzt. Neben den optischen Werten punktet der Stonic auch mit einer erfreulichen Motorenpalette, die dank Turbo aus dem kleinen 1 Liter Dreizylinder 120 PS und ein Drehmoment von 173 Nm zaubert, welches schon bei moderat erhöhter Standdrehzahl zur Verfügung steht. Alle Stonic Motorisierungen mit Ausnahme der 84 PS Version lassen sich über ein manuelles 6-Gang-Getriebe schalten. Ein neues 7-stufiges Doppelkupplungsgetriebe lässt Automatikfahrer noch bis zum Frühjahr 2018 warten.